Liebe Trader, es ist Freitag, der 10. November 2023. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch zu einer weiteren Serie Loro Option Trades. Bevor wir starten, zunächst einmal der Hinweis, dass die Trades, die ich euch zeige, natürlich eigene Trades sind, die ich auch live handle. Und das sind natürlich keine Anweisungen, um selber diese Trades einzugehen. Wenn ja, dann eben auf eigene Verantwortung. Also sprich Disclaimer. Okay, dann schalte ich mal rüber. Klar, Moment. So, neue Freigabe. Klar, Moment. Neue Freigabe. Basis. Bildschirm freigeben. Okay, also, habe ich diese Trades gefunden? Ich habe heute zwei Trades für euch. Ich nutze hier den Loro-Scanner. Das ist ein eigenes Programm von mir geschrieben, was ich auch vertreibe, wo ich halt überverkaufte und überkaufte Situationen finden kann. Ich scanne hier all die Werte, die auch liquide Optionen haben. Und ich habe heute nach folgenden Kriterien gescannt. Das ist sozusagen mein Standard-Scan, den ich benutze. Und zwar, was sage ich hier? Okay, das soll oberhalb des Daily Stops liegen. Und der RSI 2 am Vortag soll kleiner 10 sein und heute soll es ein Crossover geben, also eine Bestätigung. Und das Risiko zum Stopp hin soll auch nicht mehr als 5% sein. Da hat er mir heute diese vier Werte rausgeworfen. Also hier Zynga Group, ConocoPhillips, Gilead und Marathon Petroleum. Und ja, Marathon Petroleum haben wir schon häufiger dieses Jahr getradet, auch in anderen Handelssystemen. Aber anyway, also was ich mir angeguckt habe für euch, ist einmal, was ich umgesetzt habe, ist ConocoPhillips und Marathon Petroleum. Gucken wir uns mal die Kennwerte an. Also das Risiko ConocoPhillips liegt bei 3% roundabout und ebenso auch bei Marathon Petroleum. Der RSI war eben am Vortag, das gucken wir uns gleich im Chart an, kleiner als 10. Und was hier auch wichtig ist, damit das veroptionierbar ist, dass ich mir auch hier noch das Average Open Volume ausgeben und das Average Open Interest, also Options Volume ist es natürlich. Okay, dann schalten wir mal rüber zu der Analyse in der Thinkorswim-Plattform, beziehungsweise erstmal genauer den Chart. Und hier sehen wir nochmal, oder ich zeichne es nochmal für euch. Also wir liegen oberhalb des Stops, gepunktet ist hier dieser Wohler-Stop. Da liegen wir drüber, ne? Sind ja hier schon einmal rangelaufen und jetzt auch nochmal. Und wir sehen es hier an diesem kleinen grünen Pfeil hier. Der Vortag war der RSI kleiner 10 und jetzt gibt es eine Gegenbewegung nach oben. Ne? Und deswegen gibt es dann halt diesen grünen Pfeil. Also ein Swing-Setup, was hier bestätigt worden ist. Und das ist sozusagen mein Signal, um hier versuchen, eine Optionsstrategie aufzusetzen. Wichtig bei dieser Optionsstrategie bei mir ist immer, dass sozusagen dieser Stopp, der aktuell hier bei 112,69 liegt, sozusagen dann auch meine Reißleine ist. Das heißt, wenn der Wert letztendlich unterhalb dieses Stopps schließen sollte, würde ich dann auch diesen Optionstrade, den ich euch gleich zeigen werde, beenden, beziehungsweise gegebenenfalls kann man natürlich versuchen zu reparieren, aber meistens beende ich dann auch diesen Trade. Okay, gucken wir uns das mal an. Wie habe ich das umgesetzt? Es gibt natürlich x Möglichkeiten, was natürlich auch die Schwierigkeiten ist beim Optionstrading, weil letztendlich im Design sitzt man auch relativ lange, je nach Erfahrung. Okay, aber schauen wir uns das mal an. Ich schalte hier mal rüber. So, Moment. So, rüber hier in die Analyse. Man kann natürlich auch ein anderes Optionstool nehmen, aber anyway, ich nutze hier die Thinkorswim-Plattform. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen ähnlich. Und wenn wir uns jetzt hier mal angucken, was habe ich gemacht? Laufzeit Januar. Januar sind aktuell wie viele DTEs? Roundabout, nicht roundabout, sondern exakt 70 DTEs heute. Also Days till Expiration. Ne, das ist also eine gute Zeit. Also meistens 70, 90 in dem Bereich. Da liege ich meistens bei diesen Butterflies, die ich euch gleich zeigen werde, also bei den Broken Wing Butterflies, damit die eben auch noch ein bisschen Luft haben. Und vor allem, der Trick ist halt, je länger die Laufzeit, desto flacher wird die T plus 0 Linie. Klar, der Nachteil ist natürlich, nichts ist umsonst. Ne, die T plus X Linie steigt dann eben auch nicht so steil an. Aber es ist dafür aber auch ein ruhigerer Trade. Was habe ich gemacht hier? Ich habe den 105er gekauft, 215er verkauft und den 120er gekauft. Und gucken wir uns das mal im Risikoprofil an. Also, hier liegt der aktuelle Kurs.
Hier liegt der Stopp in dem Bereich, also wir liegen sogar im Stopp innerhalb des Zeltes. Und für diesen Butterfly bekommt man aktuell einen Credit, so zwischen 24 bis 26 Dollar wird hier unten angezeigt. Das ist so, was die TOS aktuell da an Kursen bekommt. Das heißt, dass man sozusagen auf der ganzen Long-Seite kein Upside-Risiko hat. Ne, im Gegenteil, es kann so unendlich nach oben laufen. Man würde also zumindest seinen Credit pro Butterfly bekommen. Wir haben also, ja, ich habe hier zwei gekauft. Das sehen wir uns gleich auch nochmal in Echtzeit an, was ich da für einen Preis bekommen habe. Und ja, mein aktuelles Risiko sozusagen liegt hier in dem Bereich. Liegt, wenn man darauf geht, dann muss ich das hier wieder ausmachen. Bei, ja, was zeigt er uns an? Hier etwa, ja, ich kann das schlecht ablesen, weil jetzt das Mikro im Wege ist. Aber das sind, ja gut, 50 Dollar so roundabout, ne? Also es ist kein großes Risiko. Ne, er verschiebt das irgendwie. Ja, oder 60 Dollar, egal. Ne, also ihr seht, das läuft dann relativ flach raus. Das wäre ja heute die Linie. Ne, das muss man sich dann natürlich dann auch in der Zeit angucken. Und zwar, wenn wir hier mal ja, auf ein anderes Datum gehen. Heute haben wir den 10. Jetzt gehen wir mal spaßeshalber auf Ende des Monats. Da sehen wir, da hat man eigentlich auf dort, wo man ausgestoppt wird, nur ein minimales Risiko. Ne? Also das ist dann extrem gering. Aber der ganze Oberbereich, seht ihr, ne? Da ist man also sozusagen im Gewinnbereich. Das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin, man kann damit, ist es ein ruhiger Trade. Das ist nichts für Leute, die ja, schnell reich werden wollen oder. Ne, meistens ist dann auch das Gegenteil der Fall, also schnell arm werden. Hier ist das mehr so, ja, es ist ein schön ruhige Trade. Wer eine größere Size fahren will, kann das natürlich auch gerne machen. Aber wie gesagt, ich finde diesen Trade sehr entspannt. Klar, die Vola in dem Ding ist noch nicht so hoch. Ne? Wir hatten ja auch gerade Earnings vor kurzem am, was ist das hier, am 2.11. Ne? Deswegen ist da auch ein bisschen Luft raus aus der IV, ne? Wie wir hier sehen. Aber na gut, wir haben noch immerhin, ja. IV-Rank von 16. Das ist aber nicht entscheidend hier bei der Geschichte. Also kein Volatilitätstrade im weitesten Sinne, auch wenn es ein Butterfly ist. Aber er setzt eben darauf, dass wir in irgendeiner Weise nach oben laufen. Und ja, dann gewinnt halt dieser Trade. Und was entscheidend ist für mich, eben ein geringes Risiko. Was habe ich da bei IB gerade bekommen? IB ist ja in meiner Umsetzung ein bisschen schwierig. Also ich habe 24, ja, ist das ein Weg, 24 Dollar Credit. Muss ich das doch nochmal zur Seite schieben, nach unten, 24 Dollar Credit pro Leg bekommen, ne? Also wenn es nach oben läuft, ne, dann wären es 50 Dollar, das ist jetzt nicht die Welt, aber ne, wäre es, wie gesagt, größer Markt, der kann eben eine größere Anzahl an Butterflies fahren. Gucken wir uns den anderen Trade an, das war jetzt ConocoPhillips, jetzt gucken wir uns mal Marathon Petroleum, das ist auch ein Broken Wing Butterfly, erst einmal der Chart, die Chart-Situation, da sage ich jetzt nicht so viel, ist exakt dasselbe Pattern, wir haben ja gerade, dass die Ölwerte und so weiter in letzter Zeit auch verschiedene andere Rohstoffwerte ganz gut gelaufen sind, auch hier mal wieder ein Swing Trading Pattern nahe am Stopp, ne, mit einem ähnlichen Risikobereich. Ist ein Bereich, bisschen andere Ausrichtung dieses Unternehmens. Aber es ist natürlich immer, wenn man sieht, also ich warte auch noch, dass Gold jetzt so ein bisschen anspringt, vielleicht. Ne, der ist auch ziemlich überkauft. Aber gucken wir uns mal diesen Trade an. Auch hier ein Broken Wing Butterfly, MPC, der aber jetzt kein Credit auf der oberen Seite hat. Der kostet jetzt also, das ist eher. Net Zero-mäßig ausgerichtet. Ne? Wir haben folgende Legs: 125, 140, 150, also den mittleren natürlich verkauft, auch wieder zwei Stück. Und wir haben hier, jetzt muss ich natürlich auf den heutigen Tag gehen, sonst sieht das irgendwie zu gut aus. Auch hier haben wir so gut wie gar kein Risiko auf der unteren Seite, also vernachlässigbar, paar Dollar. Ne? Also heute wären das irgendwie 23 Dollar bei zwei Stück. Das ist natürlich nichts. Aber wenn es eben nach oben läuft, ist das eben auch sehr angenehm. Ne? Wir haben auch vor allem noch ein positives Delta. Ist auch wichtig, wenn man die Dinge aufsetzt. Wenn man long ausgerichtet ist, dann sollte man auch ein positives Delta haben. Und jetzt gucken wir uns mal das auch mit, ja, nehmen wir auch wieder den 30. November. Wir sehen, das ja, faltet sich so ein bisschen auf, ist jetzt nicht die Welt, aber den kann man dann auch entsprechend dann auch anpassen, schön reparieren. Der ist nicht ganz so aggressiv wie der davor gesehene ConocoPhillips, aber ihr versteht hoffentlich die Idee. Also ein Mix verschiedener Butterfly-Arten. Das ist ja auch Laufzeit. Januar hatte ich, glaube ich, nicht gesagt. Also das sind die beiden Trades, die ich heute eingegangen bin.
Ja, schauen wir mal, was da bei rüberkommt und gucken wir uns die Entwicklung mal an bei diesen beiden Werten. Natürlich im Ölbereich, das kann sehr schnell gehen, das ist sehr volatile Werte, ne? Also hier Marathon Petroleum, wir sehen ja heftige Bewegungen, ne? Das in letzter Zeit, schauen wir mal, ob der Stopp hält und ob dieser Trade in den Gewinn läuft. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch für euer Interesse und wem das gefallen hat, dem da bitte ich gerne ein Like oder noch besser ein Subscribe zu hinterlassen. Und dann, ja, vielleicht hören wir uns dann beim nächsten Mal. Gruß aus der Karibik, macht es gut, ciao.